Was geht, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Souls 3. Wir machen weiter und stürmen jetzt wieder nach oben. Denn da sind wir ja beim letzten Mal stehen geblieben. Ja, komm, dann verpiss dich, Schisser. Aufpassen jetzt. Ah, oh, willst du Stress? Willst du Stress? Dann komm her. Ah, komm, Pussy. Pussies! Ja, wir sind doch da oben stehen geblieben, oder? Ich weiß es schon nicht mehr. Ich habe wieder alles vergessen, wie immer halt. Aber ich glaube... Ach ja, ja, ja. Lass es sein. Aua. Bam. Bam, dich nehme ich auch noch mit. Mann, ey, das gibt so gute Seelen eigentlich. So, warte mal, da hinten war nichts mehr. War das denn, war hier denn der Weg weiter? Ja, oder? Oder wie war das? Ich weiß es, ich hab's schon wieder vergessen, ne? Jo, den hatten wir noch nicht. Eieiei. Wie immer, beste Kamera. Oh shit. Boah. Hammergeil, ey. Wie geil wäre eigentlich? Wie geil wäre Dark Souls? Wenn man noch den Leuten die Körperteile abschlagen könnte, ey. Und nicht nur so wie damals die Schwänze. Was ist das denn wieder gewesen? Moment, Leute! Okay, ich muss es einmal probieren, Leute. Wie geht denn das Spiel verlassen so, oder? Ich muss es einmal ganz kurz machen, damit ich mir kurz den Lizard holen kann. Ich glaube, so geht es. Wundert euch auch nicht über die Spielzeit. Die läuft natürlich auch, wenn ihr nur in der Ecke steht. Ich weiß nicht, wie viel ich außerhalb des Let's Plays vielleicht gelevelt habe, ziehen da. Lass es 2, 3, 4 Stunden sein, allerhöchstens mehr nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie lange ich schon spiele überhaupt insgesamt. Weiß nicht. So, mal gucken, ob das geht. Ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, ob das so geht. Aber. So, wir gucken mal. Denn ich laufe hier nur einmal lang, weil ich werde nicht sterben. Seht ihr? So geht es tatsächlich. Okay. Es war natürlich ein bisschen. Bisschen das Spiel austricksen sozusagen. Aber was heißt austricksen? Die Entwickler wissen, dass das funktioniert. Das gibt's schon seit Demon's Souls. Die wissen, dass das funktioniert. Wenn die das nicht rausnehmen, nehmen die es halt nicht raus. Also, draufgeschissen. Ist auch scheißegal jetzt. Muss mich hier für nichts rechtfertigen.
Er ist so ein Idiot. Der hat sich tatsächlich umgebracht. Ja, Luschi, der Typ. Wie kann sich ein fliegender Gegner selber umbringen, den er irgendwo runterstürzt? Oh Gott, ist das dumm. Naja, mir soll's recht sein. Aha, aha. Kommen dir vielleicht noch ein Gegner irgendwie? Nein, Sir. Nein, Sir. Muss ich auch mal richtig hinsetzen hier. Mein Gott. So. Was die Gegner an Seelen bringen. Im Prinzip pro Schlag 1000 Seelen. Oh yes, das ist ja geil. Oder mal wieder Zelda. Ich sehe euch ja gar nicht. Oh Gott, wo seid ihr bloß? Komm runter da. Oh oh. Nein! Ich wollte es cool machen. Gefällt dir das, Junge? Schnauze hier! Ende im Gelände! Welcher Pussyboy schießt schon wieder auf mich? Was seid ihr denn schon wieder für ekelhafte Kreaturen da oben? Ehrlich gesagt, Leute, mir kommt es schon wieder so vor, als hätte ich irgendwas übersehen. Irgendeine Abzweigung schon wieder übersehen. Ich weiß es nicht. Mein Gott, Alter. Aber wer hat schon die Zeit? Wer hat schon die Zeit? Weißt du, wer hat die Zeit, alles an einem Stück zu zocken? Ein Gebiet so. Eigentlich müsste ein Gebiet an einem Stück zocken. Aber er hat die Zeit. Hallo? Hallo? Ist da jemand?
Sehe ich da. Nee. Wollte gerade sagen. Motherfucking weird shit. Was hat er für eine heftige Waffe, sag mal? Das ist nicht dein Ernst jetzt. Ah. Du willst parieren? Du willst mich parieren, Junge? Was ist los mit dir? Ich spiel nur mit dir. Ich spiel nur mit euch, Jungs. Merkt ihr das langsam hier? Langsam aber sicher, oder? Das lässt du schön sein. Das lässt du schön sein, Junge. Onikiri und Ubadashi. Ich spiel nur mit euch. Das denkst du dir wohl, oder? Bitch! Lächerlich. Lächerliche Wichte. Warum entdecke ich das Parieren eigentlich für mich jetzt erst? Das ist ja voll easy. Also bei NPCs ist es ja unnormal leicht. Das wird doch bestimmt der Shortcut rechts vom Feuer sein, oder? Ich hab 100.000 Seelen! Boah, das sehe ich ja jetzt erst. Gar nicht drauf geachtet, schon wieder. Ist es der? Tatsächlich, ist er ja. Ja. Was brauche ich denn an... Oh, das sind schon wieder zwei saftige Level. Das sind schon wieder zwei saftige Levels. Levels! Ihr wisst ja... Bei der Mehrzahl... Einfach ein S hinten reinhängen. Fensters, Couches, Levels. Ja, und so weiter halt. Brotes, natürlich auch sehr beliebt. Volle Kanne auf Stärke. Ja, Jungs. Jetzt geht's los hier. Jetzt wird richtig kaputt geschlagen, die Leute. Jetzt werden die richtig kaputt gehauen, Alter. What? Wo ist die Titanitscholle? Wo findet man die Scheiße, Mensch? Kann ja wohl auch nicht wahr sein hier, ne? Alter, wie geil. Mihau. Und dann geht's los. Zack. Zack. Boom. Oh, krass. Geiler Scheiß, Mann. Ah,
Also plus 8 ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Ist, glaube ich, schon nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie weit es geht, aber plus 8 ist schon nicht schlecht. Ich glaube, 12 Flaschen insgesamt haben ist auch nicht so schlecht. Weiß nicht, kann natürlich nicht wissen, wie viele das sind. Insgesamt. Aber wenn wir jetzt 12 Flaschen haben, ich schätze mal nicht, dass es 20 sein werden. Vielleicht 15 oder so, ich weiß nicht. 16, 17? Ungerade Zahlen? Gibt's das? Ich weiß nicht. Gibt's ungerade Zahlen? Ach ja. Wie viel Schaden machen wir jetzt? 413. Leute. Wenn jemand Probleme haben will, der soll sich einfach mal melden. Ja. Ich schlag die Leute einfach direkt kaputt. Einfach direkt kaputt schlagen die Leute. Und jetzt reiße ich mein Maul so weit auf, dass ich nur noch verlieren kann. Ich kann nur noch verlieren. Ach, guck mal da oben. Seht ihr das? Wollte gerade sagen. Dahin wartet der Endboss bestimmt. Das sieht doch zu krass aus. Irgendein Drache kommt da. Hohoho, das, die sind zu dritt. Sind das Bosse? Ich schätze mal, das sind Leute, die mir den Arsch aufreißen werden. Kommt ihr runter? Oder muss ich rauf? Ey, wie triggert man die denn? Warum kommen die nicht runter? Jägerring. Da ist ein Item. Ja, Jungs, kommt ihr jetzt mal runter? Ihr könnt auch alle drei gleichzeitig kommen. Hauptsache, wir kämpfen jetzt langsam mal. Jungs. Kommt ihr? Ah, jetzt kommen sie. Lächerlich as fuck, man. Absolut lächerlich. Tut mir leid, also wie gesagt, ich liebe das Spiel, aber das ist lächerlich einfach. Das ist halt lächerlich unfair. Oh, fuck it. Fuck it. Ich wusste, dass sie mir den Arsch aufreißen. Alter Schwede. Ja, aber das ist halt... Hey, Leute. Also, erstens glaube ich nicht, dass sie so durchpassen. Und erst recht nicht durch die Mauern durchprügeln und ihren eigenen Körper durch die Mauern durchquetschen. Nicht zwischen den Mauern, sondern durch die Mauern.
Das ist einmal Bullshit. Das ist einfach. Oh, scheiße. Das ist einfach Bullshit. Wie gesagt, ich liebe das Spiel, aber das ist halt einfach unfaire Scheiße. Unfaire Scheiße. Das sollen sie langsam mal endlich abstellen. Es ist ja auch möglich, dass das passiert. Ja, oder wir gegen irgendwelche Wände schlagen. Aber die Gegner sollten das vielleicht auch dann, weiß nicht, wäre cool irgendwie. Aber gut, ist ja dann. Falsche Richtung. Naja. Jetzt überlege ich gerade, wo das eine Item war, auf welcher Seite. Oho, geil. Perfekt. Aber welchen Sinn hat denn das? Welchen Sinn hat denn das hier, dieses? Oh Scheiße, ich sehe gar nichts mehr. Da ist was drinne. Göttliche Säule des Lichts. Warst du denn? Auch eins unter uns. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, so geil, Alter. Ist echt nichts mehr. Okay. Göttlicher Segen, sehr nice. Und Funkeltitanit. Ah,
Sehr nice. Sehr nice. Ja. Ja, Feuerwehrschein, stimmt. Die Scherbe einwechseln. Tja, gut, Leute, also. Ja. Wir müssen natürlich mal gucken, was passiert, wenn wir die großen legen. Ob die irgendwie einen tieferen Sinn haben oder so, auch da. Weil im Prinzip. Bisher so mein Eindruck, du kannst einfach an denen vorbeilatschen, wenn du keinen Bock hast auf die. Komm, gönnen wir uns noch ein Level für das Schild. Kann ich schaden. Ich liebe das Schild. Wir alle lieben das Schild von mir. Ja. Gut, Leute, das war's dann an dieser Stelle. Ich danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ach ja, stimmt, den Folianten oder was wir da gefunden haben. Aber es ist wahrscheinlich wieder nur so ein Zauberding, ähnlich geworden. Ja, wie gesagt, das war's für diese Folge. Ich danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, wäre super. Und ja, man hört sich beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.